Das Schönste am Priestertum ist, die Messe zu feiern. Für mich persönlich. Also diese Gelegenheit, einfach da in den Namen des Herrn diese Worte über das Brot und über den Wein zu sprechen zu dürfen. Das ist mein Leib und das ist mein Blut. Es ist wahrscheinlich nicht sehr, sehr verständlich für jemand, der nicht Priester ist, das zu begreifen, warum dem so ist. Nicht, weil du sagst, okay, gut, Messe feiern, irgendein Ritual. Aber das ist es halt nicht. Es gibt natürlich wahnsinnig andere Momente, die mich sehr, sehr bereichern als Priester. Also zum Beispiel die Beichte wäre so ein anderer Bereich. Ich darf die verrücktesten Erfahrungen machen in der Beichte von Menschen, die sich bekehren. Beichte ist so ein starker Moment, nicht? Weil es ist so ein Augenblick, wo du mal kurz als Priester in die Seele von jemand anders hineinschauen darfst. Aber es ist auch so ein heiliger Moment, wo du versuchst, dich irgendwie auch zurückzuhalten, weil du weißt, es geht nicht um dich, es geht um diesen Menschen, Gott. Aber mal kurz zuschauen zu dürfen, was Gott da tut in einem Menschen, ist einfach nur gewaltig. Nicht? Wir kommen fast die Tränen, einfach nur an gewisse Situationen zu denken. Und das ist sehr, sehr bereichernd. Ich kann nur sagen, vielleicht gerade durch diese Sakramentenspendung, gerade die Beichte, ich darf sehr viele Beichte hören. Ich sage immer wieder zu meinem Provinzial, der halt auch mehr einen Bürojob hat, nicht, der muss schauen, dass es den Mitbrüdern gut geht und viel Papierkram machen und so. Also ich beneide dich gar nicht. Und ich sage halt nur, also wenn ich keinen Glauben hätte, dann wäre ich echt sehr schlecht dran. Nicht? Also er inspiriert mich, mein Provinzial, für seinen Glauben, weil er nicht so an der Front ist, der mit Menschen zu tun hat. Nicht wir Priester, die mehr an der Front sind, in Anführungszeichen, die Beichte hören können und solche Dinge. Wir berühren ja die Gnade Gottes, wie sie wirkt. Wir sehen fast irgendwie bildhaft, wie, nicht nur bildhaft, sondern wie soll ich sagen, wir berühren die Wirklichkeit, wie Menschen sich bekehren. Also für mich, jemand, der sein Bein geheilt bekommt durch irgendein Wunder, ist es nicht so unglaublich, wie jemand eine Bekehrung erlebt, aus dem Nichts. Er auf einmal glaubt, weil Gott das Bein zu heilen, muss nicht seine Freiheit respektieren, aber um ihn zu bekehren, muss er seine Freiheit respektieren. Und das ist für mich, das sind die größten Wunder. Und das miterleben zu dürfen, ist so großartig. Aber trotzdem ist die Messe immer noch das Höchste, weil es ist Himmel auf Erden. Es ist ein Moment, nicht wo, weiß nicht, das kann man irgendwie nicht erklären. Es ist also Gott selber in den Händen halten zu dürfen, da präsent zu sein am Kalvarienberg, wo er sich hingibt, da zu sein dann in der Auferstehung, wo er sich hingibt dann zu den anderen und wo du diese Worte selber sagst. Das heißt, du weißt auch, du hast jetzt die Berufung, dich mit dem zu identifizieren. Dein Leben, es geht nicht mehr um dich, sondern dich hinzugeben. Du bist da auch als Stellvertreter wie er, nicht? Du bist da, um für die Menschen einzutreten vor Gott. Du bist da für die Menschen zu beten. Du bist da, auch Gott auch zu den Menschen hinzubringen. Und da präsent zu sein in diesem Allerheiligsten der heiligsten Momente, ist einfach ein wahnsinniges Geschenk und immer wieder neu. Und wo man sich auch da nicht aufhören lassen darf, zu überwältigen, nicht von dieser Wirklichkeit. Es gibt natürlich, wie gesagt, wahnsinnig viele andere Momente, aber der größte Moment für mich nach wie vor ist, einfach die Messe feiern zu dürfen.